Leute, wenn ein Mario-Spin-Off abseits des üblichen Plattformer-Gehopses funktioniert hat, dann war es doch seit jeher Mario Kart, oder? Denn das so bunte wie chaotische Action-Rennspiel mit dem berühmten Klempner sowie seinen Kumpels und Kontrahenten holt garantiert jede noch so öde Party aus dem Tief. Wobei die Serie bestimmt auch die ein oder andere Freundschaft auf dem Gewissen hat. Garantiert. Ich sag nur blauer Schildkrötenpanzer. Während sich Nintendos Rennspiel Dauerbrenner in Teil 8 aktuell so präsentiert, hat das Anno 1992, also vor fast 25 Jahren, noch ganz anders ausgesehen. Vorhang auf für Super Mario Kart, den allerersten Teil dieser bis heute hochgradig launigen Chaos-Raser-Serie und ein Spiel, das auch ein Vierteljahrhundert nach seinem Release nichts von seiner Faszination verloren hat. In Super Mario Kart stehen 8 Fahrer zur Auswahl, allesamt bekannt aus dem Mario-Universum. Und alle haben sie ihre speziellen Vor- und Nachteile. Naja, bis auf die Allrounder Mario und Luigi. Prinzessin Peach etwa besitzt zwar die beste Beschleunigung, aber keine allzu gute Höchstgeschwindigkeit. Und Bowser schubst Kontrahenten wegen seines hohen Gewichts zwar mühelos von der Piste, kommt aber kaum um Kurven rum. Anschließend geht's dann auch schon los, in für damalige Super Nintendo Verhältnisse enorm schickem Pseudo-3D. Anspruch auf Realismus hatte Mario Kart noch nie und auch im allerersten Teil liegt das Gewicht komplett auf super simpler Arcade-Raserei in bester Autoscooter-Manier. Mit einem coolen Kniff. Auf der Strecke sind Waffen und Power-Ups verteilt, mit denen ich meinen Gegnern ordentlich einheizen kann. 7 unterschiedliche gibt es. Der grüne Schildkrötenpanzer etwa ist ein geradewegs rausgeschossenes Projektil, das den Getroffenen schleudern lässt. Wenn man ihn denn mal trifft, was gar nicht so einfach ist. Der Stern hingegen macht unverwundbar, kennt man ja aus den Jump'n'Runs, und wirft bei Berührung ordentlich aus der Bahn. Mit der Feder kann ich hochhüpfen, was nicht nur praktisch ist, um anrasenden Geschossen auszuweichen, sondern auch um raffinierte Abkürzungen zu nehmen. Ebenfalls gern gesehen, der Pilz, der mir einen kurzen Geschwindigkeitsboost verpasst. Allerdings sollte man ihn an der richtigen Stelle einsetzen. Das Beste ist natürlich der rote Panzer, der einmal losgeschossen von ganz allein sein Ziel findet. Während die Power-Ups allein schon ein Garant für kurzweilige, actiongeladene Rasereien sind, setzt das absolut grandiose Streckendesign noch einen obendrauf. Wirklich jede Piste bringt ihre ganz eigenen Herausforderungen mit sich. Während etwa am Strand unebenes Terrain, Untiefen und gestrandete Fische für jede Menge Unfallpotenzial sorgen, bieten die verwinkelten Geisterstrecken allzu viele Möglichkeiten, kurzerhand mal abzustürzen und dadurch wertvolle Sekunden zu verlieren. Meine Nemesis, auch heute noch, ist aber Bowsers Schloss. Keine Ahnung warum, aber die Ecken an diesen rechtwinkligen Kurven und Abzweigungen treiben mich regelmäßig zur Weißglut. Also wenn euch das damals mit den Kanten und diesen Eisdingern hier nicht so ging, ist mir das jetzt echt peinlich. Boah, ehrlich jetzt? Schön, Super Mario Kart fordert nicht nur durch die Gegner, Waffen und teils haarsträubenden Strecken, sondern auch durch sporadisch auftauchende Hindernisse, wie diese Maulwürfe, die trotz ihres niedlichen Designs garantiert jeden Fahrer fluchen lassen, wenn sie ihm ins Gesicht springen. Loswerden lassen sich die lästigen Dinger nur durch penetrantes Hämmern der Schultertasten. Das Spiel war für damalige Verhältnisse übrigens ordentlich umfangreich, bot es doch 3 Kampagnen mit jeweils 5 Strecken. Wer das Spiel im obersten Schwierigkeitsgrad gemeistert und auf dem Siegertreppchen gestanden hat, der durfte sich allerdings auch an einer zusätzlichen 4. Kampagne versuchen, dem sogenannten Special Cup. Der war übrigens gar nicht mal so einfach. Boah. Besonders viel Spaß macht Mario Kart natürlich nicht gegen die nur mäßig clevere KI, sondern gegen menschliche Gegner. Sich hier die Schildkrötenpanzer um die Ohren zu pfeffern, verbissen um jeden Millimeter zu kämpfen und schließlich mit nur einem Hauch Vorsprung zu gewinnen, ist das absolut höchste der Gefühle. Nicht wahr, Schatz? Schatz? Er will nicht mehr mit mir sprechen. Cool. In Super Mario Kart gibt's neben den aus den Kampagnen bekannten Strecken auch 4 Arenen, in denen es gilt, die 3 Luftballons an den Karts des Mitspielers abzuschießen. Ein Heidenspaß, auch wenn ich mir schon damals gewünscht hätte, dass das mit 4 Kontrahenten möglich gewesen wäre. Zu zweit ist man in diesen Arealen dann doch allzu häufig nur am Rumsuchen. Ja, wo ist er denn? Ja, wo? Ah, ja. Oh, jetzt schaut er noch böser zu mir rüber. Viel mehr gibt's über Super Mario Kart ohnehin nicht zu sagen. Und viel mehr muss man auch gar nicht sagen. Danke Nintendo für diesen Geniestreich. Für dieses tolle Spiel, das bis heute so viele grandiose Fortsetzungen nach sich zog. Und nahezu zeitlosen Spaß für Jung und Alt garantiert. Es ist, auch wenn es auf den ersten Blick nicht mehr so aussieht, eines der besten Rennspiele aller Zeiten.
Meine Güte, wie viel Spaß die Mario Kart Serie macht und wie großartig auch Super Mario Kart das Original nach fast 25 Jahren noch ist. Wer also mal sehen möchte, wo das Action-Rennspiel, also Rennspiel, wo man mit Waffen um sich ballert, seinen Ursprung nahm, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Das war's von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Abonnieren könnt ihr den Kanal wie immer hier direkt unter mir. Das war's von meiner Seite aus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.